Im Rahmen der neuen Edition von Magic the Gathering, Zendikar Rising oder Zendikars Erneuerung, wie sie bei uns zulande heißt, hat Wizard of the Coast ein weiteres neues Booster-Produkt rausgebracht, also eine ganz neue Booster-Art, die Set-Booster. Und in dieser Folge werden wir euch eins dieser Booster etwas genauer vorstellen. Hallo und willkommen bei Magic Friends TV, den YouTube-Kanal von dem Spieleladen Magic Friends in Neumünster. Bei uns geht es um alles von Magic bis Pokémon, Yu-Gi-Oh!, ganzen Sammelkartenspiele. Also wenn euch das interessiert, bleibt doch gerne mit einem Abo da. Und jetzt starten wir erstmal in das Zendikar Rising Set Booster Display, Rezension, Unboxing, so eine Mischung aus allem. Genau. Ich bin der Stoffel, ich kenne mich nicht so gut mit Magic aus, deswegen habe ich hier den Markus. Und wir werden uns heute zusammen das Zendikar Rising Set Booster Pack anschauen. Ja, wo ist jetzt eigentlich da der Unterschied zwischen normalen Booster? Die heißen ja Draft bei Magic. Ganz genau. Die üblichen Booster, ihr kennt den Aufbau mit den Commons, den Uncommons, der Rare. Die sind für Drafts geeignet, das Power Level ist ein wenig angepasst und diese Set Booster sind dafür geeignet, dass Sammler einfacher an die Karten kommen, die sie aus dem Set vielleicht haben möchten. Deswegen ist der typische Aufbau verändert worden und wir haben jetzt eine andere Anzahl an Commons, Uncommons und Rares und genau. Sammler, aber es gibt ja noch eine dritte Art, die Collectors Booster. Ist nicht das eher für Sammler? Mag man von dem Namen her meinen, aber Setbooster deswegen, weil man das Set einfach zusammenkriegt, mehr Karten aus diesem Set sieht. Und wir werden auch in diesem Pack die Artcards drin haben, die ich auch eher in einem Collector Booster einschätzen würde, weil das reine Collectibles sind und keine spielbaren Karten. Genau, aber für Leute, die zum Spielen an Karten aus dem Set kommen möchten, für die würde ich die Setbooster eher empfehlen, einfach weil man dort auch mehrere Rares zum Beispiel und spielstarke Karten eher kriegt. Ja, dann schauen wir am besten mal rein, oder? Genau, vorher wäre vielleicht noch anzumerken, dass es diese Displays ausschließlich auf Englisch gibt. Die Booster werden ein bisschen teurer sein und in einem Display befinden sich auch nur 30 Booster. Soweit ich gehört, aber aktuell noch. Also das war ja bei diesen Collectors Boosters, wenn ich mich nicht irre, ähnlich, dass die zuerst klar nur im englischsprachigen Raum oder halt auf Englisch rausgekommen sind, weil man erstmal testen wollte, wie kommen sie an und dann eventuell in die anderen Landessprachen übertragen werden. Also genau. Die Collectors Booster, die gibt es ja jetzt auch auf Deutsch. Und bei denen wird es dann vielleicht mit Glück, wir wollen nichts beschwören, so ähnlich sein. Es handelt sich hier auch um eine Ersterscheinung. Das Produkt Set Booster gab es vorher nicht. Wizards wird sich anschauen, wie wird das ankommen, wie wird das aufgenommen. Vielleicht schrauben sie ein bisschen an den Zahlen rum, aber erstmal ist es das, mit dem wir zu tun haben. Ja, gut. Alles klar, schauen wir rein. Okay, wir haben das Display jetzt geöffnet. Es war auch wieder ein Boxtopper dabei. Den kriegt ihr, wenn ihr ein Display im Laden kauft. Und den werden wir zum Ende hin öffnen. Und zwar haben diese Booster noch eine weitere Eigenschaft, etwas Besonderes, was es vorher eher selten gegeben hat. Und zwar kann man am Ende eventuell eine Karte von einer Liste kriegen, die kreativerweise List genannt wurde, was überhaupt nicht verwirrend ist, weil Magic überhaupt nicht viele Listen hat, auf die man sich beziehen könnte. Aber diese Liste ist eine Liste von 300 Karten aus der Geschichte Magic the Gatherings von den letzten paar Jahren und dort kann eine Karte von diesen dabei sein. So ist das. Genau, auch mit altem Frame. Unten links wird dann eins dieser Planeswalker-Symbole sein, wie Karten, die man auch schon aus den Collector-Boostern kennt. Und wir werden so lange Booster öffnen, bis wir eine davon finden. Und dann springen wir zum Ende und schauen, was insgesamt drin war. Alles klar, es geht ans erste Booster. Hey, machst du die Raviate auf? Ganz recht. Hier haben wir auch schon die allererste Karte. So werden alle aufgebaut sein. Die erste Karte wird immer eine Artwork-Karte sein mit einer geringen Chance, dass die eine goldene Signatur des Künstlers drauf hat. Genau. Dann haben wir ein Full Art Land und 6 Karten, die entweder Commons oder Uncommons sein können. Beliebig. Danach kommt immer eine Karte mit besonderem Rahmen. Und hier haben wir 2 Flex-Slots. Das kann auch jede beliebige Karte sein, kommen, ankommen oder eine Rare bzw. Mythic Rare. Hiernach kommt dann die Rare des Sets, danach eine Foil. So, das wird der Aufbau sein, der wird sich durchziehen. Und diese Werbekarte, die wir jetzt hier haben, die bzw. der Token, kann besagte Karte von The List sein. Und wir werden jetzt schauen, wie schnell wir eine solche Karte finden. Nächstes Booster. Nächste Artkarte, das Standardland. Hier
5 Commons, eine ankommen diesmal. So. Hoppala. Geht weiter. Sehr schön. Das war die jetzt aus dem Flex-Slot. Unsere Rare, das ist unsere eigentliche Rare, der Nighthawk Scavenger, über den haben wir schon geredet in unserem anderen Display-Unboxing. Die Foil, eine kommen. Wieder keine Listkarte. Weiter. Wie ist die Chance nochmal? 1 zu 4? 1 zu 4. In jedem vierten Booster sollte man eine Karte von The List finden können. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Commons, / Uncommons. Eine besondere Karte. Diesmal Transform-Seite. Zwei Flex-Slots, zwei Commons erwischt. Als Rare, Archpriest of Iona und wieder. Oh, da haben wir sie. Okay. Da ist die List. Voll uninteressant. Fabricate, 3 Mana, Hexerei in Blau, durchsucht die Bibliothek nach einem Artefakt deiner Wahl und nimmt es auf die Hand. Genau, jetzt wisst ihr, wie sowas aussehen kann. Kann auch ein älterer Rahmen sein, es ist sogar noch das Editionssymbol der entsprechenden Edition drauf, M10. Und hier unten links haben wir das Planeswalker-Symbol. Gut, dann haben wir das jetzt geschafft. Wir werden die Karten beiseite legen, den Rest der Booster öffnen und dann schauen wir euch am Ende, was drin war und öffnen nochmal den Boxtopper. So, wie sortieren wir das jetzt? Die normal? Hey. Die Weißen zuerst. Weiß. Das ist ein Land. Wir haben mal wieder ein bisschen für euch vorausgepackt, wie gesagt, und haben jetzt hier einen großen Stapel mit den Rares und schönen Randbildern und die zeigen wir euch jetzt mal, damit ihr so seht, was die Ausbeute bei so Set-Boostern sein kann. Genau, wir haben eine Vorauswahl aus Karten getroffen, die wir euch zeigen möchten. Wir haben dieses Stück mit der Signatur. Ich glaube, es besteht eine 5%ige Chance, dass eure Artkarte eine goldene Signatur hat. Genau, hier gehen wir noch einmal kurz durch die Rares, dass ihr die alle gesehen habt. So,
hier wir zwei Mythic Rares, einer davon Jace, unser Planeswalker des Sets, zumindest einer der dreien. Agadeems Awakening, eins der Mythic-Länder. Die werden auch sehr beliebt sein, besonders im Commander und anderen Formaten. Eine hübsche Lotus Cobra, sehr stark. Ancient Green Warden, wieder als Mythic Rare. So, die Länder, genau, das waren die Rares, die wir normal im Rare-Slot hatten oder im Flex-Slot. Dann noch einmal durch die Foils gehen. Diese haben wir noch dazu gepackt, weil sie Full Art waren und eventuell interessant. Und drei Rares insgesamt in Foil. Vier Länder haben wir bekommen, die jetzt hübsch glitzern. Und zwar wurde die Chance erhöht auf ein Foilland auf 15%. Das heißt, es besteht eine gute Chance, dass ihr welche dabei haben werdet. Genau, hier, das erkennt ihr schon am Symbol und daran, dass das Sendiger-Zeichen dort ist. Das sind die besagten Karten from the list. Ende haben wir nochmal das Fabricate auch wieder dabei. Und die beiden Rares waren der Bloodgas und Regal Caracal. Ihr merkt schon, das sind nicht nur unbedingt alte Karten. Amonkhet ist jetzt gar nicht so lange her. Dennoch ein paar Karten davon sind drin gelandet. Grizzly Fate. Bei dem sieht man natürlich, dass es wirklich das alte Kartendesign. Ganz genau. Der hübsche alte Rahmen. Das Planeswalker-Symbol zeigt natürlich, dass ihr die nicht von damals hat. Das Fabricate haben wir schon gesehen. Aus War of the Spark Angriff ein gutes Scred. Yavimaya Saiyan, auch eine der weniger begehrenswerten Karten vom The List. Und dann nochmal aus Eldritch Moon, ein Lushweed Lurker. Hier war jetzt einfach nur der Bloodgas als High-End dabei. Begehrenswerte Karte. Wir packen das zur Seite und schauen uns den Boxtopper an. Stoffel, möchtest du den wieder öffnen? Achso, soll ich wieder hier... Ja, bevor ich mich wieder zum Affen mache. Also, ich soll wieder... Okay. Mal gucken, ob ich es wirklich... Genau. Der Inhalt der Boxstopper-Booster wäre der gleiche wie bei den normalen Displays. Das wären dann einmal die Patch-Länder und noch weitere wie Mortal Pool zum Beispiel. So. Machen wir es so, dass du die rausholst. Sehr schön. So. 3, 2, 1. Horizon Canopy. Ein sehr hübsches Land. Kann man tappen. Für einen Lebenspunkt bekommt man entweder ein grünes oder weißes Mana oder für ein Mana tappen und opfern, zieht man eine Karte. Der Cycle wurde neulich auch nicht fertiggestellt, aber erweitert und auf jeden Fall gut spielbar, wenn man ein Land eincashen kann, um eine Karte nachzuziehen, wenn man es nicht mehr braucht. Genau, passt zum Thema. Länder sind praktisch Sprüche und dieses Land zieht eine Karte nach. Alles klar, das war's dann mit den Boostern. Wir haben sie alle geöffnet, wir haben gesehen, was drin war. Insgesamt waren es 38 Rares und 4 Mythic Rares, also insgesamt 42 durchaus begehrbare Karten, gut spielbar. In dem Schnitt war es jetzt eine gute Ausbeute oder kennst du dich, wie gesagt, besser aus als ich? Also weil im Vergleich zu einem normalen Booster-Display haben wir jetzt 42 Rares aufgemacht und in einem richtigen Booster-Display hat man 36 Booster, das heißt zumindest schon mal 36 Rares, vielleicht 2 bis 3 in Foil, also wir haben auf jeden Fall schon mal eine höhere Anzahl, bloß dass wir dann nochmal eine Chance haben auf bessere Rares, die jetzt im Standard-Set nicht drin sind, wie zum Beispiel der Bloodgas und sowas kann es dann doch nochmal rausholen, dass dieses Produkt durchaus attraktiv macht. Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video soweit gut gefallen. Schaut gerne bei unserem Zendikar Rising Draft Booster Unboxing rein. Das habt ihr oben im i verlinkt oder ihr guckt es jetzt gleich als nächstes Video hier auf der Endcard. Und wir sagen dann erstmal ciao und wünschen euch viel Spaß beim Zocken. Viel Spaß.